Herr Zwetschke, Herr Zwetschke. Was machen Sie hier? Der Papierkorb ist schon geleert worden. Ja, wahrscheinlich von irgendeinem armen Leiharbeiter. Ne? Dass ich, seitdem ich in diesem Werk arbeite, wird mir überhaupt erst klar, ich dachte, das wäre ein Randphänomen mit der Leiharbeit. Aber schauen Sie sich mal diese Zahlen an. Gucken Sie mal, hier, in Deutschland gibt es über 1 Million Leiharbeiter oder Zeitarbeiter, wie ihr seit kurzem im Moment, weil es besser klingt. Hier wahrscheinlich genauso viele Werksverträge. Jetzt passen Sie auf, in der Metallindustrie ist inzwischen jeder dritte Arbeitsplatz ein prekärer Billigjob. Nun, wir haben eben großen Bedarf an vorübergehender Arbeitskraft. Die war wegen der Auftragsspitze. Ja, aber manche sind jahrelang Leiharbeiter. Ja, wir sind halt dauernd Spitze. Ja, darf ich Ihnen ein Zitat? Vor Jahren wurden die Leiharbeiter noch zur Abdeckung von Auftragsspitzen eingestellt. Mittlerweile werden sie eingestellt, um in den Betrieben Lohndumping zu betreiben. Ja, also Sie kommen mit Ihrer Aufregung ja viel zu spät. Wir haben ja jetzt mit einem neuen Gesetz zur Leiharbeit diesem Missbrauch einen Riegel vorgeschoben. Wir? Hä? Schreibt jetzt die Automobilindustrie auch schon die Gesetze zur Leiharbeit selbst? Na, natürlich nicht. Wir haben dem Gesetzgeber lediglich unseren Sachverstand geliehen. Also meines Wissens hat der Personalvorstand von Daimler gesagt, wenn dieses Gesetz zur Einschnürung ihrer Flexibilität führt, dann gehen sie ins Ausland. Für mich klang das wie eine Erpressung. Das war eine Sachinformation für den Gesetzgeber. Nicht, dass der mühsam Regeln erarbeitet für eine Branche, die am Ende gar nicht mehr hier ist. Also verstehe, die Branche ist noch hier, das heißt, von dem Gesetz ist nichts mehr übrig. Ach Unsinn, schauen Sie, dieses neue Gesetz sorgt doch dafür, dass Leiharbeiter eben nicht mehr Arbeiter zweiter Klasse sind. Ja. Ich zeige Ihnen mal die Auswirkungen des Leiharbeitsgesetzes auf die Leiharbeiter in diesem Land. Schauen Sie mal, die grauen Figuren, das sind die Festangestellten, die Stammbelegschaft. Und die roten, das sind die Leiharbeiter. Okay. Und das neue Leiharbeitsgesetz, das sorgt eben jetzt dafür, dass Leiharbeiter und Stammbelegschaft auf einer Stufe stehen. Es verhindert zu niedrige Löhne und es garantiert Equal Pay. Also gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Na, toll, nicht? Nein. Warum kriegen die Leiharbeiter denn nicht mehr Geld als die Festangestellten? Was? Ich meine. Ja, was? Sie meinen das ernst? Natürlich meine ich das. Schauen Sie mal, Sie haben doch kurzfristig Auftragsspitzen. Die muss Ihnen doch kurzfristig jemand abarbeiten. Ja, dringend. Ja, und wenn Sie dringend kurzfristig verreisen müssen, dann ist Ihr Flugticket ja auch teurer. Also erstens benutze ich den Privatjet. Und zweitens ist das außerordentlich zynisch. Ich meine, es geht hier schließlich um Menschen. Den Sie weniger... Okay. In Frankreich ist es zum Beispiel so, da kriegen die Leiharbeiter 10% mehr Lohn als Prämie für ihre Flexibilität. Ja, aber da wird der Macron jetzt mal ordentlich durchkerchern. Nein, halt, wie war das? Das richtige Wort dafür, reformieren. Okay. Ich sehe schon, mehr als Equal Pay ist nicht drin. Aber was ich nicht verstehe, in dem Gesetz heißt es, Equal Pay gibt es erst nach 9 Monaten Arbeitszeit. Ja, selbstverständlich. Das ist der natürliche Zyklus. 9 Monate braucht ein Leiharbeiter, um vom unbeholfenen Zellhaufen zum vollständig ausgebildeten Arbeitnehmer heranzureifen. Schade nur, dass ich von der Leihmutter möglichst früh abgetrieben werden. Nicht so. Ganz viele Leiharbeiter, hier, 50% der Leiharbeiter, die arbeiten bis zu 3 Monaten. Nur bis zu 3 Monaten. Ja, für die gilt kein Equal Pay, wa? Leider, leider. Okay, und ein weiteres Viertel der Leiharbeiter, die arbeitet zwischen 3 und 9 Monaten. Ja, die kriegen auch keine gleiche Bezahlung. Schade, schade. Das heißt, 3 Viertel der gesamten Leiharbeiter, die haben überhaupt nichts von ihrem schönen neuen Gesetz. Ja, weil Equal Pay nur gilt für Leute, die im Betrieben sind, länger als 9 Monate. Ja, es sei denn, Arbeitgeber und Gewerkschaft haben etwas anderes ausgehandelt. Was? Da schauen Sie, das neue Leiharbeitsgesetz, das kann ja durch Tarifverträge geöffnet werden. Nach oben. Schauen wir mal. Nein. Möchte ich Sie aufklären? Herr Zwetschke, eine Öffnung nach unten ist ein Loch. Das heißt, die Tarifpartner, die haben das Gesetz nicht geöffnet, sondern durchlöchert. Wissen Sie, was mit diesen Menschen passiert? Na, die fallen unter das Gesetz. Nein, die fallen unter das Gesetz. Na, das sage ich doch. Aber schauen Sie, die werden ja vom Tarifvertrag aufgefangen. Wenn Arbeitgeber und Gewerkschaft das vereinbaren, dann kann es gleichen Lohn auch erst nach 15 Monaten geben. Moment, nach Gesetz gibt es doch den gleichen Lohn nach 9 Monaten. Und jetzt haben die Gewerkschaften was verhandelt,
dass die Leiharbeiter ihren gleichen Lohn später kriegen. Ja? Aber ich dachte, man braucht Gewerkschaften, um gemeinsam mehr zu erreichen. Na ja, für die Stammbelegschaft. Okay. Sagen wir mal so, irgendwann ist die Leiharbeit ja vorbei, weil man ist ja nicht ewig Leiharbeiter. Weil eine Leiharbeitsstelle muss ja nach 18 Monaten laut Gesetz in eine feste Arbeitsstelle umgewandelt werden. Ja. Es sei denn, der Arbeitgeber ist nicht im Tarif verbunden. Dann kann er Leiharbeiter auch bis zu 24 Monate ausleihen. Ja, aber wenn der Tarifverbund noch geht, dann nicht, dann kann er nicht, dann muss nach 18 Monaten da eine feste Stelle her. Ja, natürlich. Es sei denn, Arbeitgeber und Gewerkschaft einigen sich darauf, die Leiharbeit auch bis zu 48 Monate auszudehnen. 48 Monate Leiharbeit, so blöd werden die Gewerkschaften ja nicht sein. Doch. IG Metall und die Arbeitgeber haben sich schon darauf geeinigt, 48 Monate Leiharbeit zuzulassen. 4 Jahre Leiharbeit. Ja, aber keine Sorge, das ist ja keine feste Obergrenze. Unter Umständen... Ja, aber jetzt haben Sie doch wieder eine Zweiklassengesellschaft hergestellt. Schauen Sie, eine Frage des Verständnisses, aber irgendwann muss doch eine Leiharbeitsstelle aber in eine feste Stelle umgewandelt werden, nicht? Nein. Schauen Sie, Sie müssen als Arbeitgeber nur darauf achten, dass die Leiharbeitsstelle spätestens nach 18 Monaten mit einem neuen Leiharbeiter besetzt wird. Was mit dem alten Leiharbeiter? Na, der muss 3 Monate Pause machen und dann kann er sogar an seiner alten Stelle wieder eingesetzt werden. Wa? Mit dem alten Gehalt? Nein, das ist ja ein Einsteiger. Der bekommt jetzt ein Einstiegsgehalt. Tolles Gesetz. Also die meisten Leiharbeiter werden von diesem... Gesetz gar nicht erfasst. Die erfasst werden, kommen unter die Räder. Wisst ihr was, das ist kein Gesetz, das ist ein Auffahrunfall. Aber es ist wohl kein Wunder, ne? Nein, das ist kein Wunder, meine Damen und Herren. Wenn man immer wieder Parteien wählt wie die SPD, die links blinken und dann doch nach rechts fahren. Ich dachte, der Schulz fährt mit dem Zug. Warten Sie mal, ich habe ein Zitat. Was wir in Deutschland bisher als Missbrauch bezeichnet haben, wird durch das neue Gesetz salonfähig gemacht, meine Damen und Herren von der Regierungskoalition. Sagen Sie mal, woraus zitieren Sie denn da immer? Ah, eine Rede von Andrea Nahles. Ja, ja, die ist 7 Jahre alt. Die Nahles? Kein Wunder, dass sie immer Pippi Langstrumpf singt. Die Rede. Andrea Nahles war damals noch in der Opposition. Frau von der Leyen hat ein Gesetz zur Leiharbeit vorgestellt. Und Frau Nahles hat dieses Gesetz in der Luft zerrissen. Ein Gesetz, das in einigen Punkten besser gewesen wäre als das Gesetz, was Frau Nahles jetzt verabschiedet hat. Ja, das ist typisch SPD, nicht wahr? Das organisierte Versprechen, sage ich immer, ne? Pfui, war, wissen Sie was? Buh! Ach, pfui! Moment, warum? Stopp! Warum hacken Sie so auf der SPD rum? Wahrscheinlich wegen dieses Zitats von Frau Nahles, die gesagt hat, dass die Konzernlobby ihren Gesetzentwurf klein gehäckselt hätte. Na, das kann ja nicht stimmen. Schauen Sie, wir sind Metaller. Wir häckseln ja nicht. Wir schreddern. Eine Frage. Können Sie mir das beantworten, warum immer wieder Menschen sich freiwillig als Leih- oder Zeitarbeiter sich für dieses zynische Spiel zur Verfügung stellen? Ja, freiwillig ist gut. Wenn wir das nicht machen, dann kürzt uns das Arbeitsamt Hartz IV. Jetzt habe ich Hartz IV verstanden. Fordern und Gewinne fördern.